Der Schwabinger Kunstfund verdankt den Namen einfach der Wohnung von Cornelius Gurlitt, die in Schwabing war. Als es dann in die Öffentlichkeit gelangte, war dann schnell der Verdacht im Raum, dass es sich um NS-Raubkunst handeln könnte, weil ja Hildebrand Gurlitt, der Vater von Cornelius, dieser Nazi-Kunsthändler gewesen ist. Das wusste man irgendwie. Und weil dann über 1000 Kunstwerke, und es hieß ja mit einem Wert von, ich weiß nicht, 1 Milliarde Euro, was ja völlig überschätzt gewesen ist zu der Zeit. Und das hat natürlich die Gemüter unheimlich aufgeregt. Ich glaube, dass ganz wichtig ist, dieses Buch in der Hand zu haben, denn es klärt einmal mehr über den sehr komplexen und komplizierten Fall Gurlitt auf. Ein Leser erfährt natürlich, wie kompliziert Provenienzforschung ist, dass das ein aufwendiges und sehr mühsames Geschehen ist, eine kunsthistorische Aufarbeitung, die sich nicht jedem, auch erst recht nicht den Laien, auf den ersten Blick erschließt. Es ist nicht die Aufgabe des Buches, kritisch die Beschlagnahme zu durchleuchten. Das haben andere getan, genauso wie andere auch die Biografie Hildebrand Gurlitt ja wunderbar rekonstruiert haben. Also es war ja so, dass Hildebrand Gurlitt einer der wenigen Händler war, der von den Nationalsozialisten offiziell mit der Verwertung der in dieser Beschlagnahmeaktion entartete Kunst aus den Institutionen geholten Kunstwerken betraut war. Der Sonderauftrag Linz war ja die Vision Hitlers, ein Führermuseum in Linz an der Donau einzurichten. Und die hatten ein ganzes Netzwerk von Zuträgern, von Händlern. Und einer der wichtigsten davon, und das war, glaube ich, vorher noch relativ wenig klar, war Hildebrand Gurlitt. Also erstmal, ich glaube, das Wichtigste war, dass er sich ein Netzwerk aufgebaut hat mit Deckadressen, mit Strohmännern oder Strohfrauen, mit französischen Händlern, die dazwischen geschaltet wurden, die als Mittler funktionierten, dann auch Gutachten ausstellten. Eine Besonderheit, die auch auffällt bei den Geschäftsbüchern, ist, dass es eben tatsächlich in einem Zug durchgeschrieben zu sein scheint, was merkwürdig anmutet, wenn es über mehrere Jahre geht. Und es ist immer derselbe Stift, es ist immer dieselbe Tinte. Es ist, es sieht halt so aus wie in einem Rutsch zusammengeschrieben. Also wo wir in der Forschung rekonstruieren konnten, dass der Einlieferer, der im Geschäftsbuch notiert ist, gar nicht der ist, der sich mit unseren Rechercheergebnissen deckt. Da gibt es so verschleierte Korrespondenzen. Das blonde Mädchen sieht seiner Verheiratung entgegen. Er schreibt sich Ende des Krieges mit einem Museumsdirektor über Vogelfutter. Wir sind sehr fest davon überzeugt, dass es sich um Codes handelt. Da ist nicht alles so, wie es scheint. Wir sind teilweise ganz anderen Namen hinterhergelaufen. Besonders wichtige Quelle für uns war natürlich die Archive in Frankreich, einfach weil Hildebrand Gurlitt auf dem französischen Markt so viel eingekauft hat. Jetzt weiß man, wie überhitzt der Kunstmarkt dort war, welche Akteure da alles mitgemischt haben. Zig Händler aus Deutschland, aber auch aus Frankreich, NS-Organisationen, die versucht haben, dort Kunstwerke irgendwie zu erwerben. Also auf all diese Faktoren sind wir gestoßen, auf Netzwerke in Paris, die getragen haben über das Kriegsende hinaus. Und das ist das ist Provenienzforschung eben auch. Wir möchten anhand dieses Falls, den wir angemessen und verantwortungsvoll in seiner Gänze aufgearbeitet haben, sichtbar machen, dass hinter jedem Kunstwerk ein menschliches Schicksal steht und dass wir deshalb vor allen Dingen den Nachfahren der damals von den Nazis verfolgten, beraubten und meist auch ermordeten Menschen schuldig sind, ihnen diese Geschichte wieder zurückzugeben und möglichst natürlich auch den Wert eines solchen Bildes. Wir wollen Wege der Forschung zeigen, die sich aus der Beschäftigung mit diesem Kunst von Gurlitt ergeben haben. Wir schauen nach Frankreich, wir schauen in die Niederlande, wir schauen auf Codes auf grafischen Blättern. Also wir haben da ganz viele andere Aspekte. Wir schauen kurz in die Nachkriegszeit, die ein großes, großes Forschungsdesideratum ist, die auch andere Kunsthändler betreffen wird. Wir haben ungefähr 650 roundabout Werke immer noch über die Lost Art Datenbank als unaufgeklärte Verdachtsfälle sozusagen publiziert. Die Provenienzforschung ist nochmal ein Stück weit professioneller geworden, hat ihre Methoden nochmal verfeinern können. Ganz wesentlich ist, glaube ich, auch, dass sie einfach nochmal institutionell ganz wesentlich gestärkt wurde. Mit Mitteln des Bundes ausgereicht über das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste können Museen,
Bibliotheken und Archive in Deutschland ihre Bestände auf NS-Raubgut untersuchen. Inzwischen auch können das auch Privatpersonen ihre Sammlungen untersuchen lassen. Die Frage der öffentlichen Wahrnehmung und Sensibilisierung für Provenienzforschung, die ist heute schon noch mal wesentlich größer, als sie vor dem Kunstfund Gurlitt gewesen ist. Es ging ja um 1500 Bilder, die wir dort vorgefunden haben. Bei vielen gab es einen Raubkunstverdacht. Wir konnten am Ende diesen Verdacht in vielen Fällen erhärten, aber nur im 13 von, ich glaube, inzwischen 14 eindeutig geklärten Fällen eine Restitution, das heißt eine richtige, echte Rückgabe dieser Kunstwerke ermöglichen. Und da, wo ich sie selber vorgenommen habe, war das jedes Mal sehr, sehr berührend. Mich beeindruckt das, wenn Nachfahren der von den Nazis verfolgten Menschen den Weg nach Berlin auf sich nehmen, nach Deutschland, um Kunstwerke wieder in Empfang zu nehmen, deren materieller Wert meistens gar nicht so entscheidend war, sondern da geht es um eine Geste der Versöhnung. Und wenn Bilder und eine erfolgreiche Provenienzforschung am Ende dazu beitragen können, dass diese Akte der Versöhnung stattfinden, dann ist das ein sehr berührendes Erlebnis.